Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu If Fusion Were That Easy. Nun ist es nicht, aber wie auch immer. Ich bin ein bisschen herumgelaufen und sieh mal da, bei der Taverne habe ich ja voll was übersehen. Ein Karton. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Was ist das? Oh, eine neue Lieferung für die Taverne. Einmachsocken? Was? Socken im Glas? Was? Ich nehme welche mit. Was? Was? Socken im Glas? Warum das denn? Das ist bestimmt irgendein Kink, ne? Ich nehme die Socken mal aus dem Glas. Okay. Okay, Socken. Größe 43 bis 47. Okay, und das Glas ist leer. Oh, warte mal, kann ich mit dem Glas... Ja. Nee, warte. Wir brauchen den Stadtpark. Kann ich mit dem Einmachglas vielleicht den... Schmetterling sammeln. So. Oh, das hat tatsächlich funktioniert. Ha, hab ich dich. Oh, cool. So, warte mal. Ja. Guck mal. Zeus, der Götterbote schickt mich, um dir diese Fee zu erreichen. Nimm ruhig. Wow. Was ist das? Das ist doch keine Fee. Das ist doch nur ein doofer Schmetterling in einem Glas. Das leuchtet ja... Das leuchtet noch nicht mal. Oh, da habe ich mich wohl in der Adresse geirrt. Oh, das war jetzt ein Hinweis, ne? Augenblick. Warte. Das war ein Hinweis. Siedlung. Ja. Achso, da komme ich von draußen nicht rein. Oh, der arme Kerl, ey. Pete, es tut mir so leid. Dafür ist das hier also gedacht. Einfach da reinschubsen oder wie? Tatsächlich. Okay. Ja, meine eigene Fee. Oh. Der arme Schmetterling und der arme Pete und überhaupt. Muss ich mit ihr eigentlich auch nochmal quatschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Anstalt. So, hier, guck mal. Jetzt leuchtet die Fee. Fee im Glas. Zeus, der Götterbote schickt mich, um dir diese Fee zu überreichen. Wow, Wahnsinn. Ich hab dir gesagt, dass der Brunnen funktioniert. Meine eigene Fee. Meine eigene Fee. Na, kleine Fee, was machen wir jetzt mit dir? Lecker Fee. Er isst sie nicht, oder? Er isst sie. Oh nein. Ja, ich. Mom, yum, yum, yum. Oh, na, wie schmeckt's? Oh, dieses Aroma. Es wechselt zu Schmerzen. Unfassbar Schmerzen. Oh. Oh nein. Okay. Ich würde sagen, Wunsch erfüllt, Münze verdient. Was war das gerade? Was haben wir hier gerade erlebt? Okay, eine Silbermünze, wie die funkelt. Was habe ich hier gerade erlebt? Puh, klar, wieso nicht? Sicher. Hier geht's zum Imbiss, glaube ich, ne? Was? So, hier, Baby, eine Silbermünze. Mhm. Eine Wurst, bitte. Irgendwas führst du doch im Schilde. Ich traue dir nicht. Also keine Wurst, nicht mal gegen Bezahlung. Jetzt reicht's. Du wirst schon sehen. Wusste ich's doch. Verzieh dich. Was? Aber was? Warte mal, kann ich die... Okay, das können wir wieder machen. Kann ich die... Nee, das funktioniert leider nicht. Auch nicht. Mit den Beeren auch. Hä? Was? Kann ich die Beeren einfach so da reingeben? Nein, so nicht. Okay. Aber, hä? Wieso? Warum? Warum will er mir keine Wurst verkaufen? Frechheit. Ja. Vielleicht kommt sie ja weiter. Hier, guck mal. Kannst du uns mal eine Wurst kaufen? Hier hast du das Geld. Okay, danke. Okay. Hallo, Boruto, zweimal Hotdog. Komm sofort, mein Engel.
Hier, bitteschön. Ach, danke, Bruno. Hier ist dein Hotdog. Und schau mal, jede Menge Wechselgeld. Bruno scheint mich zu mögen. Hier, nimm du es wieder. Oh. Ich muss einen Weg finden, Bruno aus dem Geschäft zu vertreiben. Was? Ach, gar nichts. Was? Etwas Kleingeld. Moment, können wir damit jetzt beschießen? Nein, kann nicht. Kann ich den Hotdog monieren? Oh. Schau mal, ich habe einen deiner Hotdogs. Aha. Lecker, danke. Hey! Okay. Ich mach die Fliege. Das war nichts, ne? Wird auch Zeit. Irgendwas müssen wir damit machen, kann das sein? Irgendwas müssen wir damit machen. Die Frage ist nur was. Hör mal, kannst du mir nochmal einen Hotdog besorgen, bitte? Mhm. Ich habe noch Hunger. Kannst du noch einen Hotdog holen? Oh. Ich weiß zwar nicht, aber warum du das nicht selber machst, aber okay. Oh! Hallo Bruno, zweimal Hotdog sogar diesmal. Okay. Ja, bitteschön. Hier ist dein Hotdog. Und schau mal, hier noch jede Welle. Bruno scheint mich zu mögen. Hier, nimm du es wieder. Oh. Okay. Bruno aus dem Wagen zu vertreiben. Was? Ach, gar nichts. Gut. Okay. Kann ich das da reinbringen? Nein. Kann ich dieses Graphitpulver da reinbringen? Nee, auch nicht. Die Kartoffel da reinlegen. Irgendwas scheinen wir damit machen zu müssen, ne? Die Socke? Nee. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich sollte ein Abführmittel besorgen oder sowas. Aber wie mache ich das denn? Keine Ahnung. Tja. Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Vielleicht den hier? Kann das funktionieren? Na, mein Kleiner. Okay. Für mich? Was hat er mir gegeben? Danke. Was? Das hat wirklich funktioniert? Ach nee, du kommst mit. Waschbärbaby. Oh, so süß. Oh, warte mal. Und das, den Waschbären, den schmeißen wir jetzt einfach da rein, oder wie? Das ist fies. So klappt das leider nicht. Hab's versucht. Okay. In den Müll? Das geht nicht. Hab's versucht. Was mache ich denn mit einem Waschbären? In seiner Bar irgendwas oder so? Nee. Was mache ich denn mit ihm? Ihn da reinbringen? Nee, so geht das nicht. Mit den Socken? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geben wir ihr den Waschbären? So funktioniert das nicht. Wer kann denn einen Waschbären gebrauchen? Oh. Ach, Daniel, da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Holst du uns Hot Dogs? Mhm. Warum machst du? Ich glaube, Bruno hat ein Problem mit mir. Nein, das glaube ich nicht. Der ist doch zu jedem nett und freundlich. Das stimmt. Ach, Daniel, du und deine ständigen Ausreden. Wenn es sein muss, hole ich die Hochzeit. Gib mir einfach das Geld. Das haben wir ja schon gemacht. Okay, ich muss weg. Schade. Es ist doch ihr Geburtstag. Also wirklich. Aber was können wir denn mal machen? Der Waschbär, hat der eine Möglichkeit? Hat der eine Möglichkeit? Nee, ich wüsste nicht, was der machen sollte. Siedlung, Taverne? Ich wüsste nicht, wofür. Anstalt, Stadtpark. Tja. Nicht. Nee. Was machen wir mit dem Waschbären? Oder mit den Socken? Nee, hier kann ich doch auch nichts machen. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei dem Imbiss irgendwas machen muss. Warte mal, lass mich mal die Leertaste benutzen. Ah, hier habe ich noch was übersehen. Auspuff.
Okay, sitzt am fest im Inwechsel. Oh, warte mal, können wir da die Kartoffel reinstecken? Das mit der Kartoffel sollte klappen, aber sie ist zu klein, um das Rohr zu verstauen. Ah, okay. Ja. So, jetzt sollte es ein tolles Gespann. Naja, ich weiß ja nicht. So. Oh. Hervorragend verstopft durch mein herausgeragendes Sockenknäuel. Das wird ein Spaß. Ey, was wird ein Spiel? Auch nix. Noch passiert nichts. Es dauert wohl noch ein Weilchen. Oh, ich habe keinen Hotdog mehr. Warte mal. Melli, hol mir doch mal einen Hotdog. Ich habe noch Hunger. Kannst du noch einen Hotdog holen? Okay, und wenn er dann den Ofen benutzt, dann sollte das gehen, ne? Aber okay. Zweimal Hotdog, bitte. Kommt sofort, mein Engel. Oh, warum quält das hier so? Ja, sehr gut. Was ist denn jetzt los? Ah, ich muss hier raus. Oh, das brennt in meinen Augen. Melli, warte. Okay. Aber jetzt können wir das Curry nehmen. Ja, okay, alles klar. So, sehr gut. Tada! Ich weiß zwar jetzt nicht, warum wir das Waschbärbaby dabei haben, aber die Mutter wollte es wohl einfach nur loswerden. Grüne Farbe, alles klar. Dann kommen wir jetzt endlich weiter zum Forschungszentrum. So, hier. Genau, nach unten und dann in das Labor. Nächsten Mal 3. Oh, das sieht hier immer schlimmer aus, Mann. So, hallo. Okay, kann ich diese Soße jetzt einfach da reinpanschen? Geht das? Ich wusste es. Die Farbe hat sich verändert. Ja, genau. Daniel, wärst du so gut und stellst die Flüssigkeit kalt? Natürlich. Sie muss ihren Zustand verfestigen. Wenn du ihn brauchst, kannst du jetzt auch den Dreifuß haben. Natürlich. Wir öffnen erstmal den Kühlschrank und dann nehmen wir die Flüssigkeit. Na, dann wollen wir mal. Yes. Genau, und die Flüssigkeit, Mittel zur Hitzeableitung. Stellen wir da hinein, so wie er es wollte, ne? Okay. So, alles klar. Hier, wir haben alles zusammen. Was mache ich da jetzt mit? Ich brauche zwei, drei Eispüsse. Perfekt. Ich brauche einen Uhrwerk-Check. Okay, das haben wir alles. Das kann ich miteinander kombinieren. Das muss geschweißt werden. Puh, zurück in die Werkstatt. Das muss geschweißt werden, so hält das nicht, ja. Zurück in die Werkstatt, ne? War da ein Schweißgerät? Ich bin mir nicht sicher. Werkstatt ist hier. Ja, hier ist aber kein Schweißgerät. Im Geräteschuppen? Nee. Da oben, Autotüröffner, Kiste voller Dietrichen, Leiter. Aber hier war kein Schweißgerät. Wo habe ich denn ein Schweißgerät gesehen? Steht in der Garage eins? Puh. Anstellt? Nee. Mal gucken, ob in der Garage eines steht. Warte mal, hat er vielleicht eins dabei? Werkzeugkoffer? Oh. Nein, keine Antwort. Er. Hat er eins dabei? Nichts Interessantes drin. Ist hier ein. Nee, hier ist auch keins. Natürlich nicht. Nee. Wo kriege ich denn jetzt zu dieser Tageszeit einen Schweißdraht her? Puh. Weiß ich nicht. Okay, keine Ahnung. Ich gehe mal wieder zurück. Das scheint hier auch schlimmer zu werden, ne? Junge, 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 Junge. Hier gibt es kein Schweißgerät, Fusionsmaschine, Katalysator, kein Schweißgerät. Oben war doch auch keins, oder? Kein Schweißgerät? Nein, 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 nein. Okay, hier gibt es gar nichts. Ich probiere es nochmal oben.
Aber ich meine, da war noch nur diese Wasser. Wasser, ja, hier. Nee. Vielleicht kann der Professor was damit anfangen. Aber der wird ja auch kein Schweißgerät haben. So, hallo, jemand da? Hallo? Ja, da ist er ja wieder. Ah. Hallo, ja. Okay, kann ich ihm die Sachen geben? Hier hast du. Ah, okay. Ah, er macht irgendwas damit. Hier hast du eine stabile Metallplatte. Okay. Nehmen wir mal eins, dann gebe ich ihm die anderen Sachen auch. Das hier. Zwei, drei Ah. Füße. Ah, also sechs Füße. Ja, klar. Natürlich. Und dieses Ding hier. Und hier die Uhr. Hey. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein. Gut, ich werde schon etwas daraus zaubern. Oh. Ach so, ich brauche noch einen Plan zum Schweißen. Was? Wieso den Plan zum Schweißen? Gib ihn mir. Ach so, die Anleitung. Ja, natürlich. Ja, was ist das? Ein Plan zum Schweißen. Ach so, fantastisch. Mein Teil ist erst einmal erfüllt. Etwas Ruhe habe ich mir verdient. Komm morgen wieder. Hey. Bitte, ich bin hier so einsam. Kann an diesem Tag irgendwas Gutes abgewinnen? Okay. Oh, es fängt an zu regnen. Cool. Verdammt. Oh. Tut mir leid. Oh, damit kommen wir in Chapter 4. Sehr gut. Bubbelimpididi-dü-babbelba. Was? Wie? Wer? Ach, ein neuer Morgen. Und hier tropft es rein. So wie jeden Morgen. Ich erinnere mich. Was wollte ich doch gleich? Naja, irgendwas mit Schweißen. Natürlich. Ja, Schweißen, die Bauteile. Okay, hast du sie schon bei dir? Du hast sie bei dir. Gut, finden wir hier irgendwas was Neues? Die Pflanze sieht inzwischen reichlich angetrocknet aus. Da komme ich nicht dran. In der Schublade ist wahrscheinlich nichts mehr. Ach, da ist ja meine Glücksbüroklammer. Okay. Die Büroklammer haben wir also wieder. Da nehmen wir nichts mit. Neue Pillen, ausgezeichnet. Diesmal ein bisschen was Bunteres. Rot und gelb. Nun ja. Können wir da wieder irgendwas mitmachen? Pillen. Nein, nicht nehmen. Nein, warte. Ach, ich fühle mich seltsam. Nein. Was? Oh, verdammt. Nein. Oh, nein. Nicht schon wieder. Das wollte ich nicht. Oh, das scheint geplant gewesen zu sein, ne? Da komme ich nicht ran. Das ist ja doof. Luftschacht. Wie verrückt ist das denn hier? Lüftungsventilator? Nicht so nah, das ist gefährlich. Wir niesen bei Durchfall. Was? Spezialschraube. Sieht so aus wie eine Spezialschraube oder etwas ganz Spezielles. Also echt mal, Ventil, das nehme ich mit. Ja, ich habe das Ventil zugedreht. Das ist cool. Komme ich an den Fernseher ran? Scheinbar nicht. Unser Fernseher. Oh, nicht meine Lieblingssendung. Meine Lieblingssendung läuft. Okay. Ach, guck mal, Schlüssel. Ein Schlüsselbund. Das liegt zu weit um. Unten. Oh, okay, jetzt hat es runtergeschubst. Verdammt, jetzt ist es mir hochgefallen. Okay. Das sollte alles so. Ist ja verrückt. Damit wir später daran kommen, ne? So, hier komme ich wieder rein. Ja, da ist das Dings und geradeaus. Deckenleuchte. Die muss ich erst. Keine Glühbirne drin. Oh, ich muss eine Glühbirne finden. Okay. Lüftungslabyrinth. Ja, so schwierig ist es jetzt nicht. Haben wir denn etwas um. Warte mal. Nein, 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 nein. Warte. Halt, 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 halt. So, jetzt da rein. Und wenn ich hier jetzt reingehe. Genau, dann stehe ich genau davor. Kann ich dann mit diesen Dingern hier irgendwas erreichen? Sieht aus wie eine spezielle Spezialschraube. Etwas ganz Spezielles. Mit dem Schlüssel vielleicht. Nein.
Abschneiden? Nee. Okay, gut, das wird nichts. Na schön. Zurück komme ich aber auch nicht. Können wir aber leicht realisieren. Warte mal. So und so und so. Und jetzt kann ich die Pille wieder nehmen. Hm, Pillen. Pille rot. Ich fühle mich seltsam. Okay. Es tropft immer noch. Na gut, komme ich raus. Nee, es ist verschlossen. Ich brauche. Was? Ja, nee, ist es nicht. Aber ist kein Ding. Ich krieg das hin. Ich brauche nur das Schloss zu knacken, glaube ich. Ja, geschafft. So, und schon können wir uns frei bewegen. Okay, ich würde jetzt mal direkt. Hier, das ist ein bisschen langsam. Hm, da liegt ja der Schlüssel. Ist das jemand Neues? Na also. Hallo! Tiffy! Warum so ein langes Gesicht? Ach George, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich muss nachdenken, wo ich sie hingetan habe. Was ist das eigentlich für ein Bild? Das ist meine Freundin Tina. Und ich. Am Drehort des Films Gespenstergeister 4, Rückkehr der Geistergespenster. Ich glaube ja nicht an Spuk und sowas, obwohl mir die Vorstellung schon etwas Angst einjagt. Du hast Angst vor Geistern? Du fürchtest dich also? Was macht dir am meisten Angst? Geisterplasma, auf jeden Fall. Grünes, glibberiges Zeug. Können wir das... wir brauchen das nochmal, ne? Grünes, glibberiges Zeug, sowas wie Götterspeise. Ja. So, und wir gucken jetzt erstmal, wofür diese Schlüssel hier geeignet waren. Wir sind da hier oben durch. Ich nehme an die andere Tür, ne? Ja, nein, nicht diese Tür. Okay. Sekunde, so. Vielleicht haben wir ja doch Glück. Und der hat rissige Stellen, die keinen hohen Druck aushalten würde. Warte mal. Das Ventil ist jetzt auf. Ich hatte das da oben zugedreht. Ich bin nicht sicher. Erstmal die Sache mit den Türen. Passt nicht. Passt nicht? Aber warte mal, vielleicht ist das... Hier vorne waren ja auch noch Schubladen, ne? Augenblick. Nein. So. Passt nicht. Na toll. Ach. Wofür sind denn Tiffys Schlüssel wo gut? Oh. Ah, da kommen wir ran. Okay. Was ist da drin? Grüne Pillen. Was? Unsere Schublade, die ist abgeschlossen. Okay. Kriegen wir die noch auf? Kriegen wir nicht. Nee. Ist hier inzwischen was anderes drin? Leider nein. Na? Achso, mach's mal zu. So. Wie kommen wir denn jetzt an eine Glühbirne? Hier offensichtlich nicht. Hallo? Moment, da ist doch eine Glühbirne drin. Kommst du mit der Entschlüsselung voran? Immer mit der Ruhe. Wie scheint, produziert der Fusionsgenerator Energie, Reaktor, die ich benötige, um... Hey, stehe nicht so nützlich rum. Wie wär's, wenn du mir einen Gefallen tust und mir einen Kaffee besorgst? Weißt du, weißt genau, dass wir hier keinen Kaffee trinken dürfen. Kein Kaffee, keine Entschlüsselung. Okay, ich gehe dann mal. Na gut, bis später. Okay, dann sollten wir aber auch noch mit Missy talken. Hallo. Na, doch. Guten Morgen. Wer bist du denn? Was? Ach, George. Ich bin reingelegt. Natürlich weiß ich, wer du bist. Nee, kein blassen Schimmer. Meine Güte. Hey, warum so miese Laune? Mein Moon, Polly, hat heute Geburtstag. Aber im Kuchen ist Ei drin. Ist das was zu fassen? Unglaublich. Aha. Lecker. Warum legen Hühner Eier? Na, wenn sie sie werfen müssten, dann würde das Eier zerbrechen. Hey! Nein. Okay, vielen Dank. Ach, bis dann. Bis später. Okay, lass uns mal nochmal in der Küche gucken und dann probiere ich mal diese grünen Pillen aus. Okay. Kühlschrank können wir noch schließen. In der Schublade ist wahrscheinlich nichts weiter drin. Nee, ist auch abgeschlossen. In der Schublade ist leer. Nichts drin. Hier und nichts in den Schränken. Bla bla bla. Waffeleisen. Oh, heiß. Warum ist das an?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ist denn Ihr Schlüssel geeignet, um hier die Schublade aufzuschließen? Oh, jetzt tut sich etwas. Aha, ja. Der Schlüsselloch hat den Schlüssel geschluckt. Was? Oh nein. Oh, ach so. Okay. Da sind Ofenhandschuhe. Cool. Mit den Ofenhandschuhen kann ich das Waffeleisen anfassen. Es geht nicht, hab's versucht. Warum das denn nicht? Aber die Ofenhandschuhe könnten. Ofenhandschuhe könnten uns dabei helfen, den zu schweißen. So, also, mal gucken, was machen die grünen Pillen dann? Von denen soll immer nur eine große Anzahl nehmen. Warum? Okay. Wieso? Was hat sie jetzt getan? Es hat sich nichts getan, ne? Hm, Pillen. Ich fühle mich seltsam. Okay. Gut, hier, dann gehen wir doch mal dahin. Wo war das noch? Hier war der. Ja, genau. Diese Glühbirne kann ich mitnehmen. Die ist aber heiß, ne? Dafür brauche ich den. Nein, nicht nochmal. Heiß. Dafür brauche ich den Ofenhandschuh. Okay, so, dann da rein. Und geradeaus. Und dann hier rein, ne? So. Zack, jawohl, ich kann sehen. Moment, das konnte ich vorher auch schon. Genau, und wenn ich jetzt die roten Pillen nehme, Pillen, dann müsste er doch nach unten kommen, nicht wahr? Ich fühle mich seltsam. Ach, es ist so einfach. Den Besen nehmen wir mit. Komm mit, Besen. Ein Besen, ein Besen. Ein Ventil. Das Ventil ist aufgedreht. Ja, da passiert aber noch nichts, ne? Nee, es passiert nichts. Nee, ist schon klar, aber ich weiß schon. Wir untersuchen hier erstmal alles. Fest verschlossen. Der Schrank. Unverschämtheit. Da hängt auch noch ein Schloss vor. Hier sind Duschen. Alles durchsichtige Duschen. Okay, kann ich denn das damit aufbohren? Geht nicht, hab's versucht. Mit dem Besen wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Nee, hab's versucht. Okay. Da ist noch ein Codepad. Oh. Eine vierstellige Nummer. Okay. Wir brauchen eine vierstellige Nummer. Weiß ich noch nicht. Kommt bestimmt noch. Warte mal, was? Eine gerade Anzahl nehmen. Kann ich dann das hier sehen? Nein. Nee, was auch immer grün zu sagen hat. Weiß ich nicht. Okay, Moment, komme ich hier jetzt raus? Ja, nein, komme ich nicht. Okay, wir gehen wieder nach oben. Wir gehen durch den Lüftungsschlitz. Ah, ich fühle mich seltsam, genau. So, der ist offen. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch den hier öffnen, ne? Ich habe das Ventil aufgedreht. Passiert hier jetzt was? Sollte nicht etwas passieren? Okay, das Ventil ist aufgedreht. Ich weiß nicht genau. Nee, keine Ahnung. Warte mal, komme ich mit dem Besen jetzt an die Pflanze heran? Das geht, da ist doch irgendwas drin. Das wird so nicht klappen, bist du sicher? Okay, das wird so nicht funktionieren. Gut, dann gehen wir auf den Boden zurück und probieren es dann nochmal. Irgendwas steckt da drin, ne? So, was ist denn jetzt? Kommst du jetzt da dran? Das wird so nicht klappen. Warum nicht? So funktioniert das nicht. Ich komme nicht ran. Hä? Okay, gerade Anzahl. Und jetzt? Merkwürdig. Ja,
Habe ich das vorher irgendwie verkehrt gemacht oder so? Das geht nicht. Da komme ich nicht dran. Was, wenn ich jetzt die grünen Pillen nehme? Passiert irgendwas? Nee. Komisch. Komisch. Irgendwas ist. Was machen die grünen Pillen? Er sieht größer aus, ne? Nee, vielleicht auch nicht. So, wie kriege ich denn jetzt das Ventil auf? Also, da oben das Ventil habe ich nochmal eingeschaltet. Bla bla bla. Dieses Ventil hier. Auf dem Ventil lastet zu viel Druck. So kann ich es nicht zuschrauben. Aber war nicht genau das Ziel? Die Tür ist... irgendwas ist merkwürdig. Abgeschlossen. Okay. Also ist es das Ziel... Ach, es könnte mich jemand sehen. Okay. Also ist es das Ziel, ich muss beides zuschrauben? Aber wozu? Moment, ist in der Küche vielleicht auch noch irgendwas? Augenblick, ich guck mal eben in der Küche. Ist da vielleicht noch irgendwas? Nee, hier ist kein Ventil. Nee. Okay, also gut, zurück in mein Zimmer. Was soll hier erreicht werden? Es soll ja offensichtlich Druck aufgebaut werden. Ich fühle mich seltsam. Okay, also, wir gehen hier hin und schließen dieses Ventil. Das Ventil ist jetzt zugedreht, aber das war es doch vorher auch. So, dann gehen wir da hinten hin. Ach ja, jetzt die Pillennummer. Ich fühle mich seltsam. La 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 la. Und wir schließen das hier. Das Ventil ist jetzt zugedreht. Der Druck im Rohrsystem lässt nach. Also offensichtlich irgendwas hat das ja damit zu tun. Ne? Ich weiß nicht was. Hier kommen wir auch nicht dran. Okay, dann gehe ich zurück ins Zimmer. Das ist jetzt ein bisschen umständlich. So, zurück ins Zimmer. Tada, so. Er hat ganz viele von den Pillen. Also er ist schon cool. So. Und jetzt sagst du, kann ich das zudrehen. Aber das ist ja nichts anderes als vorher auch. Das hatten wir doch schon ausprobiert. Also, wenn ich das Ventil jetzt schließe, das Ventil ist jetzt zu. Ja, soweit, so gut. Moment mal, kann ich mit ihr irgendwas machen? Sie, na? Das ist merkwürdig. Ah, jetzt. Rissige Stelle, bla bla. Vielleicht muss ich auch die rissige Stelle erst noch manipulieren. Der Schlüssel ist nicht mehr da. Hey du, hey Tiffy. Was ist das für ein Bild? Da, 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 das haben wir schon gehört. Erster gibt es nicht. Das weiß ich auch, George. Okay, tschüss. Ja, ja. Okay, muss ich da erst noch was dran machen? Warte mal, für... Oh, warte. Nee, das ist nur er. Ja, passiert aber nichts, ne? Nee, passiert gar nichts. Okay. Was auch, wofür auch immer die gut sind. Also sie sind grün, aber... So, na gut. Wenn ich jetzt das Ventil wieder aufdrehe. Im Bad. Ja, so, hier rein. Und dann ins Bad. Und dann hier die Pillen genommen. Ja. Und das jetzt aufdrehe. Ich habe das Ventil aufgedreht. Ah! Ach du meine Güte! Die Gasleitung! Das muss sofort repariert werden.
Und da ist er. Und er schweißt daran herum. Ein Schweißgerät. Mhm. Ist das ein guter Plan? Ich weiß es ja nicht. Ich fühle mich seltsam. Wenn es sich um eine Gasleistung handelt, dann sollte er besser nicht mit irgendwas rummachen. Irgendwas, was Funken erzeugt. Und jetzt sind die Pillen leer. Okay, offensichtlich war da, ja, okay. Verstanden. So. Ich nehme aber mal an, wir können das Schweißgerät nicht einfach so von ihm ausleihen, ne? Hallo, Pete. Es geht ihm wieder gut. Was tust du denn da? Die Gasleitung ist beschädigt. Das muss ich schweißen. Wie gut, dass mein alter Stromschweißer noch nie im Stich gelassen hat. Solange ich Strom habe, ist alles gut. Ah, okay. Tschüss. Bis dann. Ausleihen kann ich den ohne Zweifel nicht. Hey, mein Schweißgerät. Ich muss hier arbeiten. Großer Kaffee. Hey, das ist mein Kaffee. Das kannst du nicht mitnehmen. Von denen soll ich immer eine gerade Anzahl nehmen. Kaut sie wie Tic-Tacs. Okay. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und sie hier. Juhu, Tiffy. Ja, okay, tschüss. Da gibt's nichts mehr. Ja, ja. Gut, also irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass hier der Strom ausfällt, ne? Vermutlich. Ja, weiß ich aber noch nicht wie. Na gut, Leute, aber das machen wir auch erst beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.